Moin Leute, hier zurück bei God of War. Ja, jetzt sind wir hier in Alfheim. Sind schon ein bisschen weitergekommen jetzt. Müssen wir kurz mal in die Karte gucken. So sieht's aus. Da muss ich hin, zum Licht hier hinten hin. Schauen, wie weit wir jetzt hier kommen. Neuer Bereich entdeckt, alles frisch und neu hier. Müssen gucken hier. Das ist hier der Bifrost. Beziehungsweise Lake of Nine, also See der Neun. Ich habe natürlich noch die Möglichkeit, ein bisschen was abzugraden hier. Was ich jetzt mache, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, hier kann ich gar nichts machen, sehe ich gerade. Warte mal. Hier können wir was upgraden. Ich habe eigentlich genug. Ich kann ein bisschen was machen hier mal eben. Überall mal einen hier. Oh, der ist Feuer. Ups, wollte ich gar nicht. Hier kann ich leider nichts machen. Schade aber auch. Gut, machen wir es erstmal so. So, weiter geht's. Ich will jetzt mal alles abfummeln hier, ne? Gucken. Alfheim. Gespannt, was alles mit Gegnern in Alfheim rumrennt. Hoffentlich nicht zu viel. Ich glaube, du hast's erledigt. Da sehe ich Geister oder was? Was war das denn? Nicht unser Problem, Junge. Konzentrier dich. Geister, nix gut. Ich hätte gerne noch ein paar Upgrades bei den Zwergen gemacht. Konnte ich leider nicht. Hier liegen überall Leichen rum. Warum? Was ist passiert? Da hinten ist wieder ein Geist. Oh, Kiste frei. Junge. Ja. Was steht da? Etwas von einem ewigen Krieg um das Licht. Verstehe ich nicht. Wenn beide Seiten es brauchen, wieso teilen sie nicht? Gier. Ein häufiger Grund für Krieg, wie du merken wirst. Okay. Okay, der Geist, der bewegt sich, da kommt irgendwas angeflogen. Sie ermorden immer mehr Lichtalben. What? Was machst du da? Es ist Krieg. Oder das Ende davon. Die mit den Roben haben verloren. Oh. Okay, meine ersten neuen Gegner. Da ist noch einer. So, das liegt doch ganz gut. Warum greifen die uns an? Wir haben nichts getan. Es werden mehr kommen. Wo kommt dieses Zeug überhaupt her? Okay, das sind also hier die Guten hier, die hier liegen, oder was? Okay, ist jetzt verstanden? Ich glaub mal schon. Ah, okay. Doppel-KO. Energie lasse ich jetzt erstmal mal liegen. Wie gesagt, kann ich später vielleicht noch gebrauchen. Mal gucken. Hast du was gesagt? Nein. Oh, na gut. Die Viecher killen hier die Guten, glaube ich. So, so, nochmal. Machen wir auf da. Und was gab's? Symbol des Feuers? Sowas stand da eben. Irgendwie so. Wenigstens kommen wir dem Licht näher. Sieht sehr schön aus hier übrigens. Gefällt mir. Moment, ist das Sindri? Was ist hier los? Fireflies? Nee. Kompassgebietsmarkierung. Wenn der Kompass golden wird, ist ein Ziel in der Nähe. Suchen Sie die Gegend nach Hinweisen ab. Muss das Boot freikriegen, alles klar. Oh, das ist ein Zwerg.
Warum bist du vor uns, ihr Zwerg? Uns wurde gesagt, unser Pfad sei der einzige zwischen den Welten. Das mag der einzige für euch sein, aber Zwerge stecken voller Überraschungen. Das ist keine Antwort. Ah, genießt die Verwunderung. Es gibt wenig Wundersames, wenn man so viel geheimes Wissen besitzt wie ich. Wo man in den Welten exotische Dinge findet, wie man daraus Werke schafft, die Vorstellungskraft sprengen. Dem Neuling erscheint das alles wie Magie, aber... Oh, na gut, es ist Magie. Jetzt zufrieden? Ich will auch Magie haben. War diese Axt wirklich für meine Mutter? Oh, die würde ich überall erkennen. Ganz ehrlich, eine unserer besten... Gestellt mit den dröhnenden Schreien von 20 Frosttrollen. Ungefähr. Aber warum? Woher kanntest du sie? Sie suchte uns auf, damals am Anfang. Sie war eine besondere Frau. Sie wollte Menschen beschützen. Für uns war es eine Chance, jemandem Macht zu verleihen, der damit Gutes tun würde. Sie sprach sogar unsere Muttersprache. Sie sagte: Mathurin Semgengur Egin Wegumhan. Gengur-ein. Genau, sehr beeindruckend. Du hast ihre Augen. Weißt du das? Danke, Cindy. Nicht anfassen. Was? Hab ich nicht. Werde ich nicht. Ich komme später wieder. Okay, so. Mal gucken, was ich mir hier noch holen kann. Was können wir denn aufwerten? Abwehr, Vitalität. Das sieht schon stärker, sieht schon besser aus. Vielleicht mal kaufen. Ich stell's mal her. So, ausrüsten. Das ist nicht so gut. Das ist auch nicht so gut. Brauche ich nichts von. Da brauche ich auch nichts von. Axtknauf, oh. Die bringen auch alle nichts, Talismänner. Die bringen auch nicht so viel. Schade aber auch. Da bringt wieder was hier. Den nehme ich mal. Prächtiges Stück, wenn ich das so sagen darf. Da brauche ich auch nichts. Da habe ich noch genug. Verkaufen. Nee, eigentlich nicht. Wir sehen uns. Ja, so, ein bisschen ausgerüstet und können wir mit ihm noch reden. Pass auf, wo du hingehst. Hier ist niemand Nettes mehr, seit alle Menschen fort sind. Also, ich verallgemeinere ungern, aber die meisten wollen einen umbringen. Okay. So, gab ja ein bisschen was. Erstmal hier den Winkel richtig finden hier und erstmal durchhacken hier. Gut ist los. Tada! So, da gibt es bestimmt auch dafür eine Kiste, oder? Irgendwo? Vielleicht? Nein. Gibt es nichts. Schade. Gut, dann raus mit dem Schiff. Oder Boot. Schiff ist ja nicht. Was sagst du? Ich habe nichts gesagt. Wirklich? Na gut. Ich würde gerne auch mal Atreus besser ausrüsten jetzt. Ich hätte zwar jetzt einen Bogen von der Hexe gekriegt und ein Upgrade dafür, aber irgendwie möchte ich da ein bisschen mehr Sachen. Hat deine Mutter von dieser Welt erzählt? Nicht viel. Nur, dass die Alben immer um das Licht kämpften. Und deshalb isoliert blieben. Einmal um See fahren hier. Okay, gut, bringt nichts. Alles klar. Schon verstanden. Haben sie echt schick gemacht. Das Design der Maps sind echt schön. Ja. Was ist das? Yggdrils Abgangzeittau. Episch. Okay, ein Trank aus dem Tau des Weltenbaums bewirkt dauerhafte Vorteile. Abgangzeit dauerhaft um 2 erhöht. Was ist das? Was ist
den jetzt irgendwo einsetzen? Warte mal. Ich kann noch was einbauen. Ich das mal. Noch irgendwas? Ach, ich möchte ihn gerne ausrüsten hier. Mehr kann ich im Moment nicht. Okay. Oder war da ein Talisman? Wo ist denn der Talisman? Gut, lassen wir es mal so. Ich weiß gerade nicht genau, wie es 100% jetzt hinkriege, dass ich da so richtig bin. Nochmal, ich habe nichts gesagt. Ich könnte schwören, du hast was gesagt. Was ist denn, Junge? Stimmen! Hörst du das nicht? Ich höre nichts. Jetzt hört es auf. Okay. Da war Geschrei. Viele Stimmen, zornig. Du hast das nicht gehört? Nein. Es war böse. Okay. Nicht so gut. Ich habe gerade überlegt, soll ich nochmal hinten nochmal gucken hier? Bevor ich da jetzt hier vorbeifahre. Ja, das ist ein ärgerlich. Vielleicht ist das sogar der richtige Weg. Ich weiß es nicht. Da hinten gibt es auf jeden Fall zornige Stimmen. Da muss ich bestimmt auch noch was machen. Ich muss mal gucken, auf welcher Map, wo ich überhaupt bin hier. Okay, dahin fahren kann ich. Laden, da war ich gerade. Okay. Ja, ich glaube, wir sind richtig. Sieh mal, sollten wir mit ihnen reden? Nein. Vielleicht brauchen sie Hilfe. Sie halten uns nicht auf. Also gehen sie uns nichts an. Okay. Aber sie gehen uns nichts an. Na, irgendwann gehen die uns was an, garantiert. Ich kann nirgendwo an Land gehen, sehe ich gerade. Das Licht. Sieh dir das an. Cool. Das muss der Ringtempel sein. Da kann ich an Land gehen. Ja. Gehen wir mal kurz hier an Land. Mal schauen, ob wir irgendwas zum Lesen. Wieder ein See mit vielen Stationen anscheinend. Geh von aus. In Alfheim kennt man auch Sandschalen. Mal gucken, was ich machen kann. Soll ich lesen? Doch. Was wird gefragt? Ohne mich oder in mir, den Tod werde ich dir geben. Doch in dir selbst bin ich das reinste Leben. Aber ich sehe hier nirgendwo Ruhen. Wir müssen die Antwort finden. Zurück zum Boot. Okay. Können checken. Okay, wir sind angekommen. Die See ist auch wieder ein bisschen größer. Ich glaube, wir gehen mal direkt zum Ziel jetzt. Gucken, was kommt. Dann leuchtet es noch oben auf den Berg drauf. Oder hier auch nicht. Warte. Traurig, der Streit zwischen den Alben. Alfheim ist so schön, aber Krieg macht es hässlich. Du siehst mit den Augen eines Kindes. Im Krieg sieht ein Soldat Schönheit nur im Blut seines Gegners. Der Rest von ihm ist verloren und kehrt manchmal nie zurück. Du hast in Kriegen gekämpft, nicht wahr? Für Kriege gibt es zwei Gründe. Überleben oder gewinnen. Eine Schlacht gewinnt vielleicht der bessere Soldat. Einen Krieg gewinnt der, der bereit ist, alles für den Sieg zu opfern. Die blaue Tür, das muss der Eingang sein. Gehen wir. Yeah, juhu. Vorsicht, Junge. Was machen die denn? Okay. Was war das? Die Brücke ist drin. Sie haben den Kristall mit diesem Zeug bedeckt. Warum? Um Verstärkung den Weg abzuschneiden. Na,
Das sind vielleicht nervige Kerle, du. Aber no chance. Soll das jetzt bringen? Ich mach's einfach. Gut, also das hat etwas. Können wir die Brücke von da unten aktivieren? Sei bereit! Los geht's! Ich bin jetzt bereit! Ah, da ist er. Bin noch nicht so weit. Alter, wir haben schon Damage. Mann. Warum mögen die uns nicht? Wir gehören hier nicht hin. Ach was. Moment, so miteinander kombiniert sehen sie aus wie eine Rune. Aber das ergibt keinen Sinn. Komm, zurück zur Sandschale. Weg in den Tempel finden, okay? Was ist das? Was ist was? Sonst sehe ich hier nichts weiter. Vielleicht sollten wir nochmal zur Sandschale zurück. Ach, hier, warte. Wo geht's denn hier weiter jetzt? Ah, okay. Ein bisschen Energie verloren. Kann man machen jetzt. Kann man hier nochmal kurz hingucken. Sindri sagte, Mutterbeine. Vogel. War sie auch in einem Krieg? Sozusagen. Ihre Familie wurde von feindlichen Rivalen getötet. Aber sie überlebte. Halb genug. Okay. Geschichten nur auf dem Boot. Konzentrier dich. Ins Auge. Noch nicht bereit. Okay, hier ist nichts weiter. Oder vielleicht doch. Geheimgang oder irgendwas? Nö. Einen komischen Spiegel. Warte. Pass auf, Vater! Boah, komm her näher. Hmm.
Wie mache ich das jetzt? Der schießt da auch nicht rauf. Die drei auf einmal alle treffen. Nur wie? Erst den hier und dann die anderen beiden, alles klar. Oh, schön. Rasender Frostriese. Drei mächtige Schmetterlinge, die Gegner in die Luft schleudern. Okay. Davon gibt's sicher noch mehr. Ja, nice. Hat ja schon mal gelohnt. Wie viel von dann abschießen sollen. Na naja, gut, gehen wir jetzt mal dahin, wohin müssen. Also, wie war das mit Mutters Krieg? Sie wurde zur Kriegerin. Doch ihr Krieg war das Überleben. Sich allein einer gnadenlosen Welt zu stellen. Und darum bat sie Sindri und Brock um die Axt? Sie war stark genug für eine solche Waffe. Und weise genug, Gutes zu tun. Später mehr. Wir müssen... Vater! Die Säulen und der Ring formen eine Alpenrune. Was wird gefragt? Ohne mich oder an mir, den Tod werde ich dir geben. Doch in dir selbst bin ich das reinste Leben. Ja, Wasser ist damit gemeint. Junge! Es waren wieder die Stimmen, aber andere Stimmen. Weniger wütend. Sie baten um Hilfe. Wir sind wegen des Lichts hier. Es ist mir egal, wer sie sind oder was sie wollen. Dir ist immer alles egal. Willst du mir irgendwas sagen? Nein. Lögel! Was passiert? Cool. Sieh mal, was wir gefunden haben. Vater? Ja. Die Stimmen, die ich gehört habe, sie waren schwer zu verstehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Mutter war. Das ist nicht möglich. Ich habe sie gehört. Atreus, das reicht jetzt. Ringtempel. Er sieht anders aus. Sieh dir diese Hörner an. Hinter mich, Junge. Das kann nicht gut sein. Noch nicht! Halte dich von den Käfigen fern. Warum sind sie eingesperrt? Will jemand dran drehen hier irgendwie, oder? Kann ich die frei machen? Kann ich die freilassen und gegen die kämpfen? Ich bin mir gar nicht sicher. Hier kann ich drehen. Soll ich es mal probieren? Ich probiere es mal. Mach dich bereit. Was? Sei bereit!
Da. Erster! Nicht bereit! Hoffentlich war es das wert. Wie komme ich da ran? Wie mache ich das denn hier? Warte mal, kann ich die Axt hier ranketten und dann... Nö. Schade. Hätte ja klappen können. So, wieso kann ich die hier nicht befreien? Das ist komisch. Ich kann gegen euch kämpfen und so. Ich weiß auch nicht, warum es gerade nicht geht. Da hinten das Rätsel kann ich auch gerade nicht lösen. Deswegen würde ich sagen, ich bin soweit. Die Reise geht dann weiter. Im nächsten wird ab zum Licht hier. Ich check nochmal kurz in den Bereich. Achso, oder? Okay, was haben wir hier? Ich nehme mal das neue. Rasender Frostriese. Sonst noch irgendwas? Nee, ne? So, gucken wir kurz, wo wir sind. Wir sind da, da müssen wir hin hier. Sieh des Lichts einmal hier. Da waren wir ja schon. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. Hier haben wir noch genug zu erkunden, auf jeden Fall. Und, ja. Mal gucken, wie es im nächsten Wind weitergeht. Ich bin selber mal gespannt, ob ich die Rätsel hier immer noch gelöst bekomme. Mal gucken. Aber so sieht es im Moment aus. Komm gut voran. Und danke fürs Zusehen und Zuhören. Dann bis zum nächsten Wind. Reingehauen. Und tschüss.